6 Uhr aufstehen. Tagesziel heute ist Havanna. Erste Pause an der Autobahnraststätte La Aguada. Die alte Koloniallook entpuppt sich für uns als interessanter als die angebotenen Snacks. Es geht weiter zum Nationalpark Zapata. Und da warten bereits Motorboote auf uns. Die bringen uns in gemächlichem Tempo, zu einem nachgebauten Indianerdorf. Naja, haben ja auch nur 280 PS. So macht Bötchenfahren Spaß. Auf dem Inselchen angekommen, entpuppt sich das nachgebaute Indianerdorf für uns als ziemlich langweilig. Die Ureinwohner Kubas sind durch eingeschleppte Krankheiten der Spanier und durch Sklavenarbeit schon lange ausgerottet. Also genießen wir die Natur, betrachten uns die Welse im See hinter der Bar und warten auf die Rückfahrt. Da bummeln wir per Boot ein bisschen durch die Mangroven, bevor es wieder mit Vollgas zurückgeht. Nächster Stopp, die Krokodilfarm. Dort werden kommerziell Krokodile gezüchtet. Für einen Kuck darf man sie auch füttern. Also, we saw in Australia. Beeindruckend, wie flink die ansonsten eher trägen Reptilien sind. Mittagspause im Paradies. Das Buffet ist recht ordentlich und kann sich sehen lassen. Nur noch wenige Kilometer, dann sind wir endlich in Havanna. Kilometer hat unser Busfahrer heute zurückgelegt. In Havanna sind wir privat in Casa Particularas untergebracht. Von der Klimaanlage bis zum Kühlschrank und einem ordentlichen Bad. Was will man mehr? Spätabends geht es zum Abendessen nochmals weg, ins Don Cangrejo. Morgen wieder volles Programm. Also wie heute Abend keine weiteren Aktivitäten mehr, der 16-Stunden-Tag langt.